Am Sonntag steht das mit Spannung erwartete El Clasico in Spanien an. Das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ist gleichzeitig auch der Kampf um die Meisterschaft. Für den Journalisten Sid Lowe ist das Aufeinandertreffen aber noch mehr als ein gewöhnliches Fußballspiel. Ich denke, es ist die größte Rivalität in der Welt, in jeder Sportart. Barcelona ist mehr als ein Club und das Duell ist bekanntlich mehr als ein Spiel. Es ist eine Partie mit einem politischen und sozialen Stellenwert. Was bedeutet, dass es andere Spiele völlig überschattet? Es gibt einige Rivalität mit diesem Stellenwert, aber da ist der Fußball nicht so gut. Es gibt Duelle, in denen der Fußball vergleichbar ist, aber der Stellenwert nicht vorhanden ist. Ich denke nicht, dass es ein Aufeinandertreffen in der Sportwelt gibt, das so viele Tiefen, so viel Gefühl rundherum hat wie dieses Match. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig die neuerliche Ausgabe des Duells sein wird. Real Madrid liegt mit 4 Punkten Vorsprung auf Barcelona auf Platz 1, während die Katalanen nur auf Rang 3 rangieren. Es gibt immer das Gefühl, dass eine Periode zu Ende ist. Und momentan ist es vielleicht so, dass Madrid stärker ist. Das erste Mal nach einer sehr langen Zeit. Ich denke, dieses Jahr fühlt es sich bedeutender an, nicht zuletzt, weil es ein neues Real und ein neues Barcelona ist. Es ist das erste Mal in einem Jahrzehnt, dass beide Teams mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet sind. Daher sehen wir unterschiedliche Identitäten. Doch nicht nur die beiden Trainer haben sich zur Saison verändert. Beide Vereine konnten auch jeweils eine hochkarätige Neuverpflichtung zum Beginn der Spielzeit präsentieren. Real verpflichtete für eine Rekordsumme Gareth Bale von den Tottenham Hotspur, während der Brasilianer Neymar zum FC Barcelona wechselte. Auch die Geschichte des Clásico weist eine relativ ausgeglichene Bilanz beider Teams aus. Barcelona konnte 65 der Partien in der Liga für sich entscheiden, während Madrid 70 Siege einfahren konnte. Ich denke, dass Real mit dem Vorteil in die Partie geht, zu wissen, dass auch ein Unentschieden die Mannschaft in eine gute Position bringen würde. Ich denke, das könnte eine wichtige Rolle spielen. Obwohl sich Barcelona in den vergangenen Spielen stark verbessert hat, fühlt es sich für mich so an, als wäre Barça verwundbar. Die Partie findet im Santiago Bernabéu statt. Daher ist Real Madrid für mich der Favorit. Während Real sich mit einem Unentschieden zufrieden geben könnte, braucht Barcelona unbedingt einen Sieg im Clásico, um die Hoffnungen auf den Meistertitel nicht begraben zu müssen.